So, wir könnten ja mal schauen, ob wir vielleicht hier bei Belja noch ein bisschen Lebenspunkte uns dazu holen. Belja. Belja, richtig, da bist du. Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. So, was haben wir denn da? Ein Lernpunkt, ja genau das. So, klick, klack. Okay, sind wir bei, ist jetzt eine blöde Zahl, ich weiß, 616 Lebenspunkte, aber was soll's. Entschuldigung. Hauptsache, wir haben ein bisschen mehr. Ach komm, ich pack die auch noch mit drauf. So, 636 Lebenspunkte, das klingt doch schon mal ganz ordentlich. Okay, was haben wir denn noch so zu erledigen? Wir können die Mondklinge noch drüben abgeben, natürlich. So, Moment. Artefakthandel. Die Sklaven am Tempel. Blablabla. Bestrafe den Sklaven Yusuf. Mondklinge. Geschenke für Gonzales. Ilja. Artefakte zum Tempel. Kafu will sein Gold zurück. Ramirez. Ork. Wir geben erstmal Orknarok ab, würde ich sagen. Ach, ist das nicht schön hier? Das ist auch im Gegensatz zu allen anderen Städten, hat man hier halt auch mal zweistöckige Häuser. Das finde ich richtig cool. Das gibt dem Ganzen so eine richtige Stadtatmosphäre. War ja auch, muss man zugeben, im Mittelalter nicht so üblich. Es wäre halt aber auch mal geil gewesen, wenn die mal eine richtig große Stadt hier in der Wüste gemacht hätten. Die einzige richtig große Stadt ist eigentlich Vanguard, finde ich. Und ansonsten, ja, groß ist auch noch Faring, aber das ist mehr Dorf mit Burg in der Mitte, sozusagen. So, wo haben wir denn Orknarok? Orknarok? Ich finde, Orknarok klingt immer wie so ein 12-jähriger Junge, der sich in einem Forum für Gothic anmeldet. Kein Orknarok da. Das ist natürlich komisch. Wo war denn das jetzt? Bei Masil, ne? Ne, hier drüben ist Ismael. Dieses Geruckel nervt gerade schon wieder, aber da kann ich jetzt auch gerade nichts gegen machen. So. Wo ist denn Orknarok hin? Und wo ist Ismael? Quatsch, Masil meine ich. So, jetzt läuft's auch wieder schön. Hamid? Ja, hier drüben, natürlich. Hier, Orknarok. Komm. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Schön. Du hast Masil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Finde ich schön, finde ich schön. Komm mit. Dann wollen wir mal. So, ach, ich muss auch noch vorgeben, wo wir lang gehen. Das ist natürlich blöd, weil ich keine Ahnung habe, wo denn der Tempel so genau ist. Aber ich denke mal, wir werden das schon finden. Wir gucken mal auf der Karte. Ach, ich sehe es schon, ganz im Süden, okay. So, Süden, kommen wir denn hier? Ja, ich möchte ja vielleicht nicht gerade durch die Ruinen hüpfen, damit der Kerl mir auch noch hinterherkommen kann. Gehen wir mal ganz ordnungsgemäß hier drüben lang. Kommst du? Ja. So. Gut, was habe ich denn noch auf der Liste? Ich habe doch mir aufgeschrieben, was wir denn so haben, was ich noch erzählen wollte. Ah, Morasul, habe ich schon Politik vorgelesen. Ach so, der Plan gegen Zuben, den Maris mal ausgeheckt hatte. Da kann ich ja jetzt eigentlich zu kommen, weil ich ja jetzt erzählt hatte, wie die Leute in Morasul so ticken, alle nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und Gonzales führt sich halt wie so ein kleiner Alleinherrscher auf. Allerdings muss er natürlich ebenfalls wie alle anderen Assassinen Tribut zahlen an Zuben. Und wenn es an seinen Goldbeutel geht, dann ist er natürlich empfindlich. Und dass er dann auch noch kuschen muss vor Zuben, ist natürlich genauso nicht gerade sein Ding unbedingt. Allerdings wagt er es auch nicht irgendwie, sich dagegen zu wehren. Deshalb war es so, dass Maris, er hat ja bei Nerei angegriffen. Huch, das ruckelt aber wieder ganz schön. Er hat ja Benarei angegriffen mit einigen anderen Nomaden und hat dort, weil Benarei eben nicht gut bewacht war, deswegen hat er dann das Nest angegriffen So, das war's mit dir, und hat die Goldreserven, die dort so abgebaut wurden, hat er komplett mitgehen lassen mit seinem Team, mit seiner Sippe und allen anderen, die mit dabei waren. Und damit hat man ordentlich was an Vorrat gehabt und der Plan hat eigentlich vorgesehen, dass man dieses Gold benutzt, um Gonzales zu bestechen. Und zwar insofern zu bestechen, dass er sich gegen Zuben auflehnt. Das hätte Gonzales gleich mehrere Dinge gebracht. Einerseits die Unabhängigkeit von Zuben, dann, dass er natürlich keinen Tribut mehr an ihn zahlen muss, also ist er reicher sozusagen.
Und er hätte natürlich noch das Gold an sich gekriegt. Und dadurch, dass er bezahlt worden wäre, hätte er die Sicherheit gehabt, dass die Nomaden das wirklich wollen und das ausnutzen werden. Und der Plan hätte dann vorgesehen, Ben-Arai war platt gemacht gewesen, Braga war ja in der Hand dieser schwarzen Hand, beziehungsweise dann nicht mehr, aber war dann auch nur noch ein Trümmerhaufen gewesen, der wieder aufgebaut werden musste. Lago ist in Hand der Orks gewesen, das heißt, es gab nur noch Ben-Sala und Morasul an größeren Städten. Weil Bakaresh ja ebenfalls nicht zu denen gehört hat, sondern das war ja alter Bund gewesen. So, das heißt, der einzige große Unterstützer für Zuben wäre noch Morasul gewesen. Und wenn der jetzt weggefallen wäre durch diese Bestechung, durch was auch immer, wäre Zuben nur noch Ben-Sala geblieben als die Waffenschmiede und die liegt am anderen Ende der Wüste. Man hätte die ganz leicht abkapseln können, womit Ishtar komplett isoliert gewesen wäre. Und daraufhin hätte man zusammen mit dem alten Bund, mit den Assassinen, da hätte Maris mal das Kriegsbeil begraben, ehrlich gesagt, hätte man dann Ishtar angreifen und Zuben töten können. So hatte der Plan ausgesehen, nach und nach halt die ganzen Unterstützungen abkapseln sozusagen, um ihn dann isoliert zu haben und dann platt zu machen. Das wäre halt mal ein taktisches Vorgehen gewesen. Letztendlich war es dann so, Myrtana ist halt über Varant hergefallen, hat alles platt gemacht und es war dann einfach so, die sind natürlich, nachdem sie in Myrtana schon alles befreit hatten, noch stark genug gewesen, um in Varant alles zu erobern und auch Zuben fertig zu machen und zu töten. War ja kein Problem, warum auch? So, hat mich geärgert damals, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier unten gibt's nichts. Das hier ist das Lager, wir sehen es schon, da ist der Tempel von Morasul. Und das hier ist das Sklavenlager. Nun weiß ich nicht, ob wir den da runterbringen müssen, den Orknarok. Ich hoffe nicht. Mich nervt das, wie das heute am Ruckeln ist hier. Das ist ja nervig. Also das hatten wir schon besser, Leute. Das ging schon besser. So. Was willst du, Mann? Nix, nix. So, geht's wieder, ja? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Okay. Wo müssen wir denn hin? So, hier drüben ist der Dicke. Natürlich, da ist der Dicke. So, warum... Was habt ihr denn hier angestellt? Also ehrlich mal, so einen Schmutz hier zu machen. Hey, Digga! Verschwinde, wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Ganz ruhig, Digga, weißt du? Ich wollte den vorbeibringen hier, hast du gehört? Ich sollte sowieso eigentlich den irgendwie beseitigen. Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Ja, irgendwie schon, Meister. Übrigens siehst du aus, als ob du an Elefantismus leidest, so ein bisschen mit deinen Armen, wie das da so rausschwallt. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl! Und los geht's! Zeig mal, was du drauf hast. Komm schon, mein Freund! Ja! Hauen wir dem Dicken eins aufs Maul! Ja. So. So, okay, wunderbar. Besiege den Dicken. Stärke plus 1. Schön. Da rauben wir den noch kurz aus. Och, das ist schlimm. Ich glaube, ich werde, also, das, ich nehme an, das wird sich jetzt nicht besser mit dem Gehacke. Ich werde noch ein bisschen weitermachen, aber ich werde es jetzt nicht übertreiben und das jetzt noch stundenlang durchziehen, weil ich das einfach keinem Mann bieten kann, wenn das hier die ganze Zeit so extrem ruckelt. So, ansonsten gibt es hier, glaube ich, auch niemanden. Was? Amboss? Schmiedehammer wahrscheinlich? Ach, egal, können wir nicht nehmen. Ansonsten bei den Orks gibt es, glaube ich, niemanden, mit dem wir reden können, ne? Nö. Okay, dann reden wir mit dem Dicken und geben mal Orknarok ab. Oh Mann, mach das bloß nicht nochmal. Warum nicht? Ja, das hängt ganz von dir ab. Okay. Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Was weiß ich denn? Ja, zum Beispiel die schmerzhaften Dinge, das klingt gut. Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen lässt. Ja, das glaube ich dir. Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar. Gut, das war ja einfacher als gedacht. So, ich wollte aber eigentlich... Orknarok? Huch, klang gerade, als ob ich eine SMS kriegen würde, aber kriege ich gar nicht. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Ich sollte dich doch zum Dicken bringen, oder? Offenbar doch nicht.
Gut, dann gehen wir mal runter zum Tempel. Vielleicht sollen wir ihn ja doch da unten abliefern. Wer weiß das schon. So, gibt's denn hier vielleicht irgendeinen Aufseher unter den Orks? Das wäre geil. So, gucken wir mal hier unten. Ich sollte ihn doch zum Tempel bringen, oder? Moment mal kurz. Ah, so, kannst du mal scrollen? Achso, gibt nichts zu scrollen, ja, ja. So, hier Tempelsklave Orknarok. Wieder auf die Geschäfte, bla bla. Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Aha. Also doch ein anderer noch. So, ist bloß die Frage, wo finden wir Fasim? Fasim klingt auf jeden Fall menschlich. Ich habe da drüben irgendwo, genau dort steht ein Assassine rum. Kommen wir hier hoch? Nee. Gleich so vielleicht? Fasim! Scheiße. Muss ich doch rumgehen. So, wir gucken uns gleich mal noch hier unten um. Aber wir ruckeln uns jetzt erstmal hoch. So. Gut, dann gehen wir halt ruckelfrei hoch. Ist auch okay, habe ich nichts gegen. Könnte öfter so sein von mir aus. Bist du Fasim? Nein. Ich höre mich nicht. Natürlich nicht. Wie komme ich auch auf die blöde Idee, dass das Fasim sein könnte? So, da oben waren bloß Orks. Vielleicht hier unten bei dem Zelt. Da sind auch bloß Orks. Was ist denn das für eine Scheiße hier? So, Speer, Krieger, Krieger, Speer, was auch immer. Ja, Fasim wird ja doch menschlich sein, nehme ich mal an, ne? Scheiße. Warum können die nicht einfach Zielmarkierungen setzen? Ich habe keine Ahnung, wo Fasim ist! Mann! Jetzt renne ich hier sinnlos durch die Gegend, weil ich einfach nicht weiß, wo der Kerl ist, den ich suchen soll. Dabei bin ich jetzt schon beim Tempel gewesen. Wir haben übrigens noch ganz großes, weit ausgedehntes Ruinenfeld zu erkunden. Wäre doch eigentlich ideal, um mal wieder eine Laberstunde zu machen. Nein, mache ich nicht. Gut, hier hinten vielleicht irgendwo. Da drüben, das sieht doch nach einem assassinischen Zelt aus. Ach so, das sind ja die hier vom Dicken und so, ne? Scheiße. Jetzt ist aber auch keiner drin. Okay, gehen wir zur Seite, Orknarok. Sag mal an, wo ist denn der Fasim? Ach, umbringen sollte ich dich. Ach, sieht cool aus hier. Schön geräumig auch. Na gut, dann eben nicht. Ja, hier unten geht's ja bloß noch tiefer in die Ruinen. Ja, da geht's ja wieder nach Morasul, das ist ja auch sinnlos. Scheiße, scheiße, scheiße. Sag mir, wo Fasim ist! Sag es, sag es, sag es! Sag es mir! Sag es mir! Sag es mir! Los! Sag es! Sag es! Verrate mir, wo Fasim ist! Scheiße! Nicht mal Gold dabei! Du arme Wurst! Hast du nicht mal Gold dabei? Schön! Gefällt mir! Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. So, das ist mir zu hoch gerade. Sag mal an, Orknarok, wo ist denn dieser beschissene Fasim-Mensch? Oder stand hier noch einer direkt beim Tempel irgendwo unten? Oder hier drüben? Immer feste drauf, ja, ja. Nee, das sind bloß... Hier ist auch bloß ein Assassine überhaupt in der Nähe des Tempels. Das ist der, der da drüben steht. Aber das ist ja bloß ein beschissener Elite-Krieger. Fuck, ey. Was soll ich denn... Ja, nehmen wir die Schaufel mal mit. So, da unten ist keiner. Steht da vielleicht irgendwo hier drinnen rum? So, die nehmen wir gerne auch mit, die Steintafel, natürlich. Die können wir übrigens mal alle benutzen. Da können wir mal schauen, was wir so für altes Wissen zusammenkriegen. Das wird nämlich schon ordentlich sein, nehme ich mal so an. Nee, hier ist nichts. Hier sind keine Leute, hier ist gar nichts. Wo geht's denn hier hin? Ah, zu einer Tafel. Lesen wir mal wieder ein bisschen. Als der Diener Inos erkannte, was geschah, ließ er die fünf göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Bödem. Ja, so sieht's aus. Das hatte ich ja schon mal vorgelesen, als ich durch die Ruinen von Al-Shaddim getigert bin und meine Quasselstunde gemacht habe. Da habe ich ja die Dinger auch mit vorgelesen, die Geschichten. Da hatten wir es schon mal komplett gehabt. Also wir scheinen schon ziemlich weit fortgeschritten zu sein in der Geschichte. Wir scheinen schon ziemlich viele Stellen erwischt zu haben, an denen man lesen kann.
Denn ich glaube, es ist so, dass man wirklich nach und nach die Stellen liest und nicht jetzt an bestimmten Stellen bestimmte Textstellen aus dem Buch hat. Das wäre nämlich dämlich. So, hier ist nix. Okay. Tja. Kann mir mal jemand sagen, wo Fasim ist? Fasim? Tja, weiß ich auch nicht. Dann mache ich es jetzt so, ist mir jetzt gerade zu blöd, hier stundenlang nach dem Kerl zu suchen. Dann mache ich es jetzt so, ich werde jetzt Schluss machen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und bis dahin suche ich mal Fasim und dann schauen wir mal, wo der Kerl sich rumtreibt hier. Also bis zur nächsten Aufnahme, man sieht sich.